Hallo ihr Lieben, heute gibt es für euch ein EFT-Tutorial. Das heißt, in diesem Video erkläre ich jetzt endlich mal ganz ausführlich, was es eigentlich mit diesem Klopfen auf sich hat. Ich spreche in meinen Videos häufiger mal davon, dass das eine Technik ist, mit der man seinen Stress runterfahren kann, mit der man seine emotionalen Belastungen lösen kann. Und vielleicht habt ihr auch schon mitbekommen, dass man da irgendwie so Punkte beklopft und so. Ich habe ja auch schon einige Klopfrunden auf meinem YouTube-Kanal veröffentlicht. Aber was ist das eigentlich genau? Wieso funktioniert das? Und wie funktioniert das? Wo genau liegen die Punkte? Genau das erkläre ich euch im heutigen Video. Herzlich willkommen beim Seelenklopfen. Heute gibt es für euch ein EFT-Tutorial. Also, ich wollte euch sowieso immer schon mal erzählen, warum meine Praxis Seelenklopfen heißt. Das hat nämlich eine doppeldeutige Bedeutung. Das eine ist, wenn die Seele anklopft. Das heißt, wenn wir Depressionen kriegen, Panikattacken oder andere Symptome, dann ist das so, als würde die Seele anklopfen und sagen, hallo, kannst du da bitte mal hinschauen, da bist du nicht glücklich oder kannst du bitte mal was an deinem Leben verändern? Die zweite Bedeutung bezieht sich auf die Klopfakupressur. Klopfakupressur ist sozusagen der Oberbegriff und EFT ist eine spezielle Form, ich würde mal sagen die Grundform der Klopfakupressur. Es gibt seitdem schon ganz viele Weiterentwicklungen, die alle möglichen Namen haben, MET, PEP und was weiß ich alles. So, aber EFT ist die Urform der Klopfakupressur und die Abkürzung heißt Emotional Freedom Techniques, ja? Also Technik zur emotionalen Befreiung. Darin ist eigentlich schon alles gesagt. Es ist eine Technik, die du für dich selber in deinem Alltag anwenden kannst, wenn du irgendeine Form von emotionalen Belastungen bei dir feststellst. Ja? Also irgendwelche Gefühle, die du nicht haben willst, die dich belasten, die kannst du mit EFT bearbeiten. Das heißt, das ganze Ding basiert auf der traditionellen chinesischen Medizin. Es basiert auf dem Meridiansystem, ja, nach der chinesischen Medizin, ist ja der ganze Körper durchzogen von Energiebahnen, die eigentlich keine Linien sind, sondern Aneinanderreihungen von kleinen Punkten, von Akupunkturpunkten. So, und was wir jetzt machen beim EFT ist, dass wir diese Akupunkturpunkte, genauer gesagt die Anfangspunkte der Hauptmeridiane, nicht mit Nadeln stechen, sondern mit den Fingerspitzen beklopfen, weil man eben herausgefunden hat, dass auch das eine Wirkung hat, dass auch das Blockaden lösen kann. Ja, ich weiß nicht, wie viel du von der Akupunktur weißt, wie das prinzipiell funktioniert. Also so ganz grob kann man sagen, wenn der Energiefluss, also da fließt ja die Lebensenergie, die fließt hier oben rein und dann verteilt sich das durch den ganzen Körper und die Lebensenergie fließt durch die einzelnen Organe durch, versorgt die mit Lebensenergie, sodass sie gut arbeiten können. Wenn jetzt diese Energiemeridiane verstopft sind, sozusagen, ja, wenn die Energien irgendwie blockiert sind und die Energie nicht richtig fließen kann, dann können die Organe nicht mehr richtig versorgt werden. Und das merken wir anhand von Symptomen, ja, also irgendwie Unwohlsein bis hin zu Schmerzen, bis hin zu Krankheiten. So, und was bei der Akupunktur jetzt passiert ist, wenn man mit der Nadel da reinsticht, dann löst es so einen Impuls aus, dass die Blockade sich löst und die Energie wieder fließen kann. Ja, so. Und jetzt hat man aber festgestellt, diese blockierten Energiemeridiane, die sorgen nicht nur für körperliche Probleme, sondern eben auch für emotionale Probleme. Und das Besondere am EFT ist eben, dass man keine Nadeln dafür braucht, sondern man kann das bei sich selber anwenden und dadurch wird es eine grandiose, einfache Selbsthilfetechnik, mit der du dir helfen kannst, wie du aus deinen emotionalen Belastungen rauskommst. Und ich habe das für mich damals entdeckt, als ich in tiefsten Depressionen gesteckt habe, indem ich meinen Heuschnupfen geheilt habe, mal ganz nebenbei. Es war eigentlich gar nicht meine Absicht, dadurch etwas zu finden, womit ich Depressionen lösen kann, sondern ich wollte etwas finden, womit ich meinen Heuschnupfen heilen kann und habe gegoogelt, das war 2011, habe gegoogelt nach alternativen Heilmethoden, bin auf EFT gestoßen, habe mir das mit einem Buch beigebracht, habe das probiert. So 3 Wochen lang ungefähr habe ich das täglich gemacht und dann war der Heuschnupfen weg, nachdem ich ihn 25 Jahre lang gehabt hatte. Und dann hatte ich ein Schlüsselerlebnis, als ich mitten im Mai bei schönstem Wetter wieder Fahrrad fahren konnte, ohne Heuschnupfensymptome. Da habe ich entschieden, das ist meins, das will ich lernen. So, dann habe ich ganz viele Seminare besucht und habe dann eben mit dieser Technik nach und nach, es war immer noch ein Prozess, ein längerer Prozess, es ist keine Zaubermethode,
Aber mit dieser Technik habe ich es eben geschafft, meine Depression, meine Angststörung, meine Panikattacken, das ganze dicke Ding wirklich wieder loszuwerden und ein viel, viel glücklicherer Mensch zu werden, als ich das vor meiner Depression war. Deswegen ist mir an dieser Technik so viel gelegen, weil die auch so einfach geht, dass du das jetzt mal eben hier ganz einfach lernen kannst. Ja? So, jetzt möchte ich euch einmal ganz kurz zeigen, wo diese Punkte eigentlich genau liegen. Der erste Punkt liegt an der Handkante. Ungefähr da. Also wir klopfen das mit allen vier Fingern, der wird auch Karatepunkt genannt. Das ist der Punkt, bei dem man im traditionellen, sagen wir mal, klassischen EFT immer beginnt. Da spricht man den sogenannten Einstimmungssatz. Der Einstimmungssatz läuft immer nach dem gleichen Schema ab, immer dieses auch wenn ich da jetzt gerade das und das fühle, das und das Problem habe, ich bin okay, so wie ich bin, oder ich liebe und akzeptiere mich so, wie ich bin. Das ist ein ganz wichtiger Kernpunkt der Klopfdressur, dass es ein Selbstliebetraining ist. Wir sprechen dabei Sätze, während wir uns also auf unser Problemthema, auf unser Gefühl einstellen. Wir nehmen das einfach nur wahr. Sprechen das aus, benennen das, indem wir es einfach nur beobachten, aus einer neutralen Perspektive, ohne es zu bewerten. Und dabei klopfen wir diese Punkte. Und dabei sprechen wir eben auch immer wieder Sätze von Akzeptanz, von Selbstliebe, von Erlaubnis, sodass wir rauskommen aus diesem Stressmodus, aus diesem Kampfmodus, aus dem Widerstand gegen das, was wir da jetzt gerade wahrnehmen können. Ja? So, das ist so das Grundprinzip der Klopfakupressur. Und dafür fangen wir an der Handkante an. Und sprechen diesen Satz, auch wenn, ich bin okay oder ich liebe mich so, wie ich bin. Das musst du für dich ein bisschen rauskriegen, was du gut aussprechen kannst. Es sollte nicht einen zu großen Widerstand machen. Dann kommt die eigentliche Klopfrunde. Der erste Punkt liegt am Anfang der Augenbraue. Du kannst mit einem Finger, mit zwei Fingern, du kannst auch mit zwei Händen klopfen, weil die Punkte sind, also der Körper ist ja symmetrisch aufgebaut. Das heißt, die gibt es rechts, die gibt es auch links. Ich bin Rechtshänderin, ich klopfe mit der rechten Hand an der rechten Augenbraue. So, also Anfang der Augenbraue ist der erste Punkt. Dann haben wir einen Punkt seitlich neben dem Auge, auf Höhe der Pupille, nicht an der Augenbraue, sondern hier direkt neben dem Auge. Der nächste Punkt liegt unterhalb des Auges, auch hier auf diesem Knochen kann man ganz gut klopfen, auf Höhe der Pupille. Unter der Nase in diesem Grübchen. Unter der Lippe, hier in diesem Grübchen, also nicht auf dem Kinn, sondern unter der Lippe. Die beiden Punkte gibt es nur einmal, weil die hier auf diesem Mittelmeridian liegen. Die anderen sind symmetrisch auf beiden Seiten verteilt. Dann kommt der Schlüsselbeinpunkt. Wenn du einmal hier deine Schlüsselbeinknochen erspürst und tastest und gehst dann rutscht so ein Stückchen runter, dann ist es so ein Gefühl, als würde man hier in so eine Kuhle rutschen. Genau da liegen die beiden Punkte. Also wir klopfen am Schlüsselbein beide Punkte, indem wir nämlich Daumen und Finger rechts und links von der Mitte vom Brustbein platzieren. Und das erhöht auch einfach die Wahrscheinlichkeit, diesen Punkt zu treffen, wenn wir beide gleichzeitig nehmen. Wie gesagt, es ist auch hier möglich, beide gleichzeitig zu klopfen. Mir persönlich gefällt das noch nicht so. Es ist also wichtig, dass du für dich was findest, was sich für dich gut anfühlt. Dieser Schlüsselbeinpunkt ist im Grunde der wichtigste, den wir haben, weil das ist der wirkungsvollste, einfach erfahrungsgemäß, weil hier der Nierenmeridian liegt. Ja? Und alles, was uns sprichwörtlich so richtig an die Nieren geht, was uns Ängste bereitet, Sorgen bereitet, da kannst du davon ausgehen, dass der Nierenmeridian blockiert ist. Deswegen ist es ein super Notfallpunkt, wenn du eine schlechte Nachricht bekommst oder wenn du einen Schrecken kriegst oder wenn irgendwas ist. Und den kann man auch ganz gut und bequem erreichen. Man muss auch nicht so machen. Also, dir geht auch in der Öffentlichkeit. Du kannst ihn auch so ein bisschen reiben oder so. Das ist ein guter Notfallpunkt. Dann haben wir einen Punkt, eine Handbreit unterhalb der Achsel. Da klopfen wir mit der ganzen Hand drauf. Der ist da irgendwo, den erwischen wir auf jeden Fall. Dann haben wir drei Punkte nebeneinander am Handgelenk. Also nicht zu verwechseln mit dem Handkantenpunkt. Das liegt hier am Handgelenk. Und der letzte Punkt liegt an der höchsten Stelle des Kopfes. Den klopfe ich mit allen vier Fingern. Erhöht auch die Wahrscheinlichkeit, den zu treffen. Der ist ungefähr da, wenn du dir vorstellst, du wärst eine Marionette, dann wäre da der Faden aufgehängt an der höchsten Stelle. So, das sind die Klopfpunkte. Wie funktioniert das jetzt? Wir müssen uns vorher ein bisschen auf unser Thema einstimmen.
Sagen wir mal, ich weiß ja jetzt nicht genau, was du jetzt gerade fühlst, ja, was deine Emotion ist, die dich gerade belastet. Deswegen würde ich jetzt einfach Joker-Sätze benutzen. Das heißt Sätze, die immer gehen, die immer irgendwie passen. Ja, also ob das jetzt Wut ist, Traurigkeit, Ohnmacht oder was auch immer für Gefühle. Ich nehme jetzt einfach mal den allgemeinen Begriff Stress. Ja, so. Du, wenn du mitmachen willst bei dieser Probeklopfrunde, fühl dich jetzt einfach mal rein in dein Thema. Wenn du jetzt daran denkst, was da genau in deinem Leben ist, was dich da total stresst, du kannst auch vielleicht das Video kurz pausieren und dich nochmal so richtig reinfühlen, weil bevor wir irgendein Gefühl beklopfen können, müssen wir es erst aktivieren. Ja, also das ist wie am PC, wenn du eine Datei bearbeiten willst, musst du sie öffnen, sonst geht's nicht. Ja, also fühl dich jetzt mal rein und dann kannst du deinen Stresswert bestimmen, deinen subjektiv empfundenen Stresswert zwischen 0 und 10. Das muss nicht richtig sein, einfach spontan, was dir da gerade kommt. Also 0 ist gar kein Problem und 10 ist so das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst an Belastung. So. Und dann fangen wir an. Ich spreche Sätze vor, du sprichst die Sätze nach und schaust einfach mal, was macht's mit dir. Und natürlich kannst du die Sätze auch immer ein bisschen abwandeln. Du kannst einfach das einsetzen, was jetzt für dich gerade passt. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, auch wenn ich jetzt gerade so einen Stress habe, könntest du auch stattdessen einsetzen, auch wenn ich so sauer auf meine Schwiegermutter bin oder wie auch immer. Ja, also was gerade bei dir Thema ist. Wir machen jetzt mal eine Klopfrunde und du probierst einfach mal aus, wie sich das für dich anfühlt. Okay, sprich mir nach. Ich mache immer kurze Pausen danach. Auch wenn ich gerade so einen Stress habe, bin ich okay, so wie ich bin. Auch wenn da diese belastenden Gefühle in mir sind, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Auch mit all meinen Gefühlen. Auch wenn ich das richtig in meinem Körper wahrnehmen kann, liebe ich mich einfach trotzdem. Denn Liebe ist doch das, was ich jetzt gerade am meisten gebrauchen kann. Und deswegen schenke ich sie mir jetzt einfach selber. Auch wenn ich gerade so einen Stress habe und mir das vielleicht sogar ein bisschen schwer fällt, zu sagen, ich liebe mich, sage ich trotzdem. Ich sage es jetzt nur zum Üben. Ich liebe mich von ganzem Herzen, so wie ich jetzt gerade bin. Jetzt kommt der erste Punkt, Anfang der Augenbraue. Ich habe gerade so einen Stress. Außen am Auge. Das, was da gerade in meinem Leben los ist. Oder das, was da gerade in meinem Inneren los ist. Unterm Auge. Das macht mir so einen Stress. Unter der Nase. Das macht richtig was mit mir. Ich merke das. Ich spüre das in meinem Körper. Spür mal rein, wo in deinem Körper das sitzt. Einfach nur benennen, was da ist. Unterm Schlüsselbein. Und ich bin vollkommen okay, so wie ich bin. Jetzt in diesem Moment erlaube ich mir, so zu sein, wie ich bin. Mit all meinen Gefühlen, mit all meinem Stress, mit all meinen Körperempfindungen. Das darf jetzt da sein. Unterm Arm. Ich nehme das einfach nur wahr. Ich beobachte das. Handgelenk. Und ich habe mich trotzdem lieb. Ich bin genau richtig so, wie ich bin. Auch wenn ich das noch nicht immer fühlen kann. Ich sag's einfach trotzdem. Nur zum Üben. Ich liebe mich mit all dem Stress, der da jetzt gerade in mir ist. Einmal tief durchatmen. So, jetzt Bestandsaufnahme. Was ist da jetzt in dir? Wie hoch ist dein Stresswert? Und wichtig ist, dass du alles erlaubst. Dein Stresswert darf runtergegangen sein, er darf gleich geblieben sein, er darf raufgegangen sein. Nur beobachten, nicht bewerten. Das ist das Wichtigste beim Klopfen. Und auch, dass du nicht die Einstellung hast, ich will das weghaben, weil das wird nicht funktionieren.
Ja, es geht nicht darum, was wegzuklopfen, sondern es geht darum, natürlich ist das langfristig dein Ziel, du willst es natürlich weghaben. Aber es geht darum, im Hier und Jetzt zu sein und einfach nur mal wahrzunehmen und zu erlauben, dass jetzt gerade in diesem Augenblick diese Empfindung in dir da sein darf. Jetzt gerade musst du die nicht weghaben. Vielleicht passiert das irgendwann, das ist der angenehme Nebeneffekt. Aber jetzt gerade, ja, es geht darum, nicht im Widerstand zu sein. Das ist das Ding. So, und dann guckst du, was hat sich verändert. Wenn sich schon was verändert hat, dann ist das dein Text für die nächste Klopfrunde. Ja, du lässt dich von deinem Unterbewusstsein da durchführen, indem du immer wieder beobachtest, was ist da jetzt? Du benennst das eine Runde lang, dann spürst du wieder rein, was ist da jetzt? Und benennst das wieder. Und wenn du merkst, dass der Stress runterfährt, dann kannst du langsam anfangen, positive Sätze zu sagen. Ja, sowas wie, ja, ich nehme da noch so ein bisschen Angst wahr, aber ich merke auch schon, wie es sich entspannt. Es entspannt sich schon so langsam oder wie auch immer. Oder du merkst, wie du langsam einen Perspektivwechsel einnimmst. Also wie die das irgendwie, also viele Leute merken, dass sie das plötzlich total albern finden, worüber sie sich da aufgeregt haben. Ja, also wenn du dich über deine Schwiegermutter geärgert hast und du beklopfst es mal zwei, drei Runden, dann kommt dir vielleicht nachher so ein Gedanke wie, ey, was regt mich eigentlich auf? Ist doch voll albern. Ja, also man kriegt Distanz zum Geschehen und man kriegt Distanz zu seinem Drama hier oben. Das ist das, was beim Klopfen passiert. Ja? Und am Ende, im Grunde geht es darum, dass du dich langsam vortastest vom Negativen zum Positiven. Dass du am Ende der Klopfsession mit positiven Sätzen endest. Sowas wie diesen Glaubenssatz, den könnte ich jetzt auch auflösen. Vielleicht brauche ich den gar nicht mehr. Was wäre, wenn ich den loslassen könnte? Was wäre, wenn ich diesen Satz, bla bla bla, deinen Glaubenssatz, was weiß ich bin schlecht, ich bin. Was wäre, wenn ich den gar nicht denken könnte? Wie wäre das? Ah, oh, das würde sich frei anfühlen. Cool, es fühlt sich viel besser an. Ja, sinngemäß, irgendwie so. Das ist so ganz grob das Ding, dass du am Anfang in der ersten Phase einfach mal bist mit deinem Gefühl und das erlaubst. In Phase 2 sozusagen, wenn der Stress schon gesunken ist, weichst du das so ein bisschen auf, indem du sowas sagst wie, was wäre, wenn ich es nicht mehr brauche? Oder vielleicht ist ja, Das heißt, hier oben macht es dann klack, 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 klack und dann wird hier oben umgeframed, ja? Also diese festgefahrenen Denkstrukturen werden aufgeweicht, die Glaubenssätze werden in Frage gestellt und in Phase 3, da bist du dann am Ziel, da bist du da, wo du hin willst, nämlich bei den positiven Gefühlen, bei dem veränderten Glaubenssatz. Ich entscheide mich jetzt neu. Ich denke jetzt anders über mich. Ich entscheide mich für einen neuen Glaubenssatz. Es fühlt sich nämlich viel besser an, positiv über mich zu denken. Sinngemäß, irgendwie so. Ja, so. Das ist das Grundschema. Und das kannst du natürlich in allen möglichen Varianten jetzt abändern, sozusagen. Es gibt auch ganz viele verschiedene Klopftherapeuten, die alle unterschiedlich klopfen. Es gibt unendlich viele Varianten. Es geht ganz grundsätzlich darum, dass du rauskommst aus dem Verdrängungsmodus, dass du dich hinsetzt, dein Gefühl fühlst, mit dir einfach bist, vielleicht die Augen schließt und es mal zulässt und mal aushältst, dass da jetzt dieses Gefühl in dir ist, anstatt wieder dich abzulenken, wieder runterzudrücken. Depression, das kommt vom Runterdrücken. Wir wollen das nicht sehen. Und jetzt geht es darum, okay, ich schaue es mir jetzt an. Ich habe jetzt den Mut, mir das anzuschauen, weil ich weiß, ich kann klopfen und ich weiß, dann fährt der Stress runter. Ja. Das ist im Grunde das Ding, was da passiert. Und ich habe mit dieser Technik tatsächlich natürlich über einen längeren Prozess, aber ich habe es damit geschafft, wirklich vollständig gesund zu werden. Also meine Depression ist nicht mehr wiedergekommen. Seit Jahren nicht mehr. Das ist grundsätzliches Aufräumen. Das kannst du dir so vorstellen, wie wenn du, sagen wir mal, nichts an deinem Leben veränderst und deine Emotionen nicht heilst, sondern nur Tabletten nimmst oder abwartest oder sonst irgendwas. Dann ist das so, als würdest du den Deckel zumachen oder als würdest du die Brennnesseln im Garten abschneiden, aber die Wurzeln sind noch drin. Du kannst davon ausgehen, die kommen wieder. Ja, das ist das Ding. Und das EFT hat einfach gründlich aufgeräumt. Das ist der Spaten, mit dem du die Wurzeln ausgräbst, indem du dann auch guckst, woher kommt das Gefühl, gehst so ein bisschen in deine Vergangenheit und guckst, was war da, wie habe ich mich da gefühlt und so. Ja, also da sind ganz, ganz viele großartige Dinge möglich. Und wenn du interessiert bist, dass ich dir diese Technik einfach mal persönlich zeige in einer persönlichen Sitzung, dann melde dich sehr gerne bei mir. Und ja,
Das ist immer noch so eine Sache, nach so einem Tutorial zu lernen, ist gut, um die Technik kennenzulernen, aber natürlich ist das Ganze viel, viel effektiver, wenn du genau das benennst, was jetzt gerade in dir ist. Und da braucht man am Anfang ein bisschen Hilfe. Ja, also gräm dich nicht, wenn du das nicht am Anfang schon hinbekommst. Für den Anfang geht es für, sagen wir mal, Alltagskleinigkeiten. Da kannst du dir auf jeden Fall selber helfen. Probier es einfach mal aus, spiel damit rum. Es ist wie eine neue Sportart oder ein neues Musikinstrument. Man muss das lernen, man muss das üben und dann wird es langsam immer besser. Ja, also eine Yogastunde bringt dich auch noch nicht in die totale innere Harmonie und Frieden. Das braucht einfach ein bisschen Übung. So, ja, also melde dich gerne bei mir und du weißt ja, es gibt auch meinen Online-Kurs. Das ist diese Sammlung aus 50 verschiedenen Mitklopf-Videos. Und wenn dich das interessiert, kannst du da sehr gerne mal gucken unter meiner Unterwebseite, also nicht www.seelenklopfen.de, sondern onlinekurs.seelenklopfen.de. Ja, da hast du eine Sammlung aufgeteilt auf verschiedene Module, thematisch aufgeteilt. Die sind also nicht aufeinander aufbauend. Du kannst auch nur ein einzelnes Modul nehmen, wenn du nicht das ganze Ding brauchst. Aber da hast du eine riesengroße Sammlung von Inspirationen, wie man Klopfsätze bildet im Grunde. Und kannst nach allen möglichen Themen rund um die Depression dir raussuchen, was jetzt gerade dein hauptsächliches Thema ist. Also ist das Glaubenssätze verändern, ist das Emotionen heilen oder ist es die Vergangenheit zu heilen oder ist es Nein sagen und abgrenzen lernen, ist es loslassen lernen oder neue Hoffnung schöpfen oder was auch immer. Ja? Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Themengebiete. Schau dich da gerne mal um, vielleicht ist es was für dich und schreib mir sehr gerne in die Kommentare, wie dir das Tutorial gefallen hat, ob du noch irgendwelche Fragen hast oder ja, ich würde mich sehr freuen über ein Like und ein Abo meines Kanals. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.